Vor allen Dingen die umtriebigste Stimme, die wir in Europa haben für die Regulierung der Finanzmärkte. Und wir heißen ihn herzlich willkommen, Sven Giegold. Und unser Signal in dieser Situation ist, wir stehen zu Europa. Wir wollen diese europäische Einigung. Wir sind dagegen, Europa zu renationalisieren, denn Europa ist für uns nicht nur der Garant des Friedens, sondern auch die Chance in der Globalisierung, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Ökologie stark zu machen. Aus Nationalismus ist noch nie etwas Gutes entstanden und deshalb sagen wir ganz klar Ja zu Europa, ja zu einem demokratischen Europa und nein zu Renationalisierung und noch mehr, wenn es wieder aus Deutschland kommt, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, ich glaube, man kann ganz eindeutig sagen, wir als Grüne sind der Anwalt für gutes Essen. Ja? Wir kämpfen in Brüssel für diejenigen, die eine andere Landwirtschaft wollen. Wir haben ja ein zartes Pflänzchen von Ökobauern in Europa. Wir haben immerhin in Hessen schon 10% der Bauern, die ökologisch wirtschaften. Und dem fühlen wir uns verpflichtet. Deswegen sagen wir, wir brauchen ein Verteilungssystem, das an Anknüpfungspunkte bei Flüchtlingen guckt. Was für eine Sprache können Sie, wo kennen Sie Leute, etc. Und dann werden die Flüchtlinge solidarisch auf alle Mitgliedstaaten verteilt, weil so, das ist der Sinn der Europäischen Union. Wir tragen zusammen diese Verantwortung und nicht nur einzelne Mitgliedstaaten. Deshalb bitte ich Sie am 25. Mai, stimmen Sie auf keinen Fall für eine Partei, die gegen Europa ist, sondern stimmen Sie für eine Partei, die zu Europa steht, leidenschaftlich, aber Europa sozial und ökologisch umgestalten will, demokratisch vertiefen will. Und das sind Bündnis 90, die Grünen. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung am 25. Mai. Vielen Dank.